Gut, das Boot kennt jeder oder die meisten. Das ist die Jacke, wo der Kaloi trägt. Das ist der U-Boot-Mantel, absolut 1:1 nachgemacht. Ja, wir lassen sogar die Knöpfe in Italien fertigen. Vorne ist ein Anker drauf, hinten steht Kriegsmarine. Ja, die Knöpfe sind nicht nur hingenäht, sondern sie sind hingelötet. Das ist militärisch und bedeutet ganz einfach, der Knopf fällt nie ab. Das war sehr wichtig bei einem Offizier, dass ein Knopf nicht abfällt. Ja. So, wir haben hier zwei Schubtaschen, eine links, eine rechts und hier die Pattentaschen. Das Innenfutter ist ein Baumwollvlies, der aber nur bis zu den Armen geht. Danach kommt, so wie im Original, auch ein Satin. Eine Tasche mit Zip, eine offen. Ja. Geschlossen haben wir absolute Winddichtigkeit. Es war ja auch eine Schlechtwetterjacke für die Biscaya oder andere Sachen. Es war also nicht unbedingt nur Mode. Hinten eingearbeitet ein kleiner Gürtel, damit es schön auf Taille hingeht. Die U-Boot-Jacke ist aber im Prinzip wie eine kleine Glocke geschnitten. Ja? Weil drunter trugen die normalerweise nur eine Lederhose mit Hosenträger. Bündchen, damit es schön winddicht ist. Ja, den Kragen kann man schön hochstellen, auch wegen der Winddichtigkeit.